Hallo Leute und herzlich willkommen auf eBird.com. Das heutige Video ist wieder vollgepackt mit spannenden Beiträgen. Jede Menge UFOs, die euch nur so um die Ohren und Nasen flitzen werden. Und ebenso mit dabei eure heißgeliebten Themen aus den geheimnisvollen Bereichen der Pyramiden, Nikola Tesla und Neues von den euch knechtenden Finanzeliten und ihre sinistren Verbindungen zu dunkelsten Geheimlogen. Außerdem die sensationelle Aufdeckung einer üblen Verschwörung der Mächtigen. Vorher aber, und ganz wichtig, vergiss bitte nicht, das Glockensymbol auf meinem YouTube-Kanal zu aktivieren, sodass du kein Video mehr von mir verpasst, denn YouTube sendet schließlich keine Benachrichtigungen, wie kann es anders sein, an meine Abonnenten raus. Folge mir auch auf anderen sozialen Medien, die du hier immer wieder im Video eingeblendet siehst. Außerdem mache ich dich auf meiner Seite eBird.com aufmerksam, wo du Stunden über Stunden an Bonusmaterial findest, darunter zahlreiche Videos, Podcasts und Artikel. Außerdem kannst du dort meine augenöffnende Arbeit finanziell unterstützen, denn mein YouTube-Kanal ist fanfinanziert und wäre ohne eure Unterstützung nicht aufrechtzuerhalten. Ebenso ermutige ich dich, mir selbstgemachte Clips von dir persönlich zuzusenden, indem du entweder deine Meinung über das System rausbrüllst oder aber eine ganz einfache Grußbotschaft, dass du zum Beispiel an UFOs glaubst oder sonst was, was dir auf der Seele brennt oder du eventuell Unheimliches erlebt oder gesehen hast oder gefilmt hast. Es können auch ganz einfach nur nette Grüße an eBird und alle Zuseher sein. Der Clip kann noch nur wenige Sekunden dauern und ich bringe ihn dann in einem meiner nächsten Videos. So gestaltet sich dann das Ganze weit persönlicher. Und nun wünsche ich dir gute Unterhaltung beim heutigen Video. Es ist fast 2 Jahre her, dass die renommierte New York Times das sogenannte Advanced Aerospace Threat Identification Program der US-Regierung spektakulär enthüllte, bei dem hochoffiziell UFO-Untersuchungen durchgeführt wurden, bei denen es ausschließlich um Begegnungen mit Kampfflugzeugen und Piloten des US-Militärs und unbekannten Flugobjekten ging. Ein Jahr später musste schließlich das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten anerkennen, dass das Programm durchaus real ist und auch ein kleines, aber offizielles Budget von insgesamt 20 Millionen Dollar hat und dass es tatsächlich solche unidentifizierten Luftphänomene untersucht hat. Die Enthüllungen gehen jedoch weiter. Kürzlich sagte Luis Elizondo, der ehemalige Leiter dieser damals noch geheimen Regierungsabteilung, dass die Existenz von außerirdischen Raumschiffen, die mit einer Geschwindigkeit von bis zu 13.000 km/h fliegen, zweifelsfrei bewiesen werden konnte. Elizondo sagt, dass mehrere Länder von Wesen aus anderen Welten mit extrem fortschrittlichen Flugmaschinen besucht wurden, da die beobachteten UFOs extreme Manövrierbarkeit und Geschwindigkeiten flogen, die eine menschliche Maschine niemals zustande bringen könnte. Aber jetzt ist ein ehemaliger amerikanischer Marine noch weiter gegangen und behauptet, dass die oft gesichteten schlangenförmigen Flugobjekte weit jenseits eines klassifizierten militärischen Programms sein könnten. Nick Carnassi, ein ehemaliger Soldat des US Marine Corps, der in Afghanistan als Geheimdienstoffizier diente, sagte, dass schlangenförmige und formveränderte, aber auch zigarrenförmige UFOs, die in den letzten Monaten im ganzen Land gesehen wurden, aber auch in Italien, bestimmt nicht Teil eines streng geheimen militärischen Programmes seien. Die mysteriösen Objekte, die lang, dünn und schlangenförmig sind, wurden im vergangenen Juni erstmals aufgenommen, als mehrere Menschen in der Mojave-Wüste in Amerika, in Colorado und im Bundesstaat Washington ein seltsames Licht am Himmel erblickten. Kurz darauf wurden soziale Netzwerke mit Fotos und Videos von seltsamsten UFOs überflutet, während zeitgleich unheimliche Lichterscheinungen, manche meinen auch es wären Meteoritenschauer, von Wyoming aus in Richtung New York zubewegten, da sie in diesen beiden Gebieten zeitgleich gesehen wurden. Und Carnassi hat der britischen Tageszeitung The Sun exklusiv erklärt, dass diese UFOs auf der ganzen Welt gesehen wurden. Kürzlich reiste er mit anderen Forschern um die ganze Welt, um Beweise dafür zu sammeln, dass Außerirdische uns tatsächlich besuchen. Es ist interessant, denn wenn wir davon ausgehen, dass es sich um ein potenziell klassifiziertes Regierungsprogramm handelt, zu erwarten wäre, dass solche Objekte auf bestimmte Gebiete beschränkt wären. Das ist aber eindeutig nicht der Fall, sagt zumindest Carnassi. Es gäbe Berichte aus verschiedensten Ländern, überall auf der Erde von Zeugen, die ähnliche Objekte gesehen haben.
Für ihn deutet dies auf etwas hin, das möglicherweise weit über ein geheimes klassifiziertes Programm des Militärs hinausgeht, da streng geheim entwickelte Flugtechnologien in der Militärgemeinschaft nur in bestimmten Bereichen getestet würden. Wenn man diese Technologie testet, und dies macht das Militär ständig, so ist man sehr darauf bedacht, keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, schon alleine wegen der Spionage. Er sagt, dass in einem beliebigen Land außerhalb eines Kriegsgebiets der Vereinigten Staaten so eine Technologie niemals eingesetzt würde und glaubt daher, dass dies nur einen einzigen Schluss zulassen würde, nämlich dass die Dinge außerirdischen Ursprungs sind. Die Wahrheit ist, dass in den letzten Monaten ein Riesenmedienhype in Bezug auf Aliens und UFOs in der Presse war. Und nicht nur wegen des beliebten Facebook-Events Storm Area 51, sondern auch wegen allem, was mit dem Advanced Program der US-Regierung zu tun hat. Als das Project Blue Book in den 1950er Jahren begann, bestand sein Ziel darin, die Wahrheit in Bezug auf nicht identifizierte Flugobjekte aufzudecken. Insgesamt wurden mehr als 12.000 UFO-Sichtungen aufgezeichnet. In der Zwischenzeit bestand aber die wahre Mission des Project Blue Books auch darin, die Verbreitung der Wahrheit zu kontrollieren und alle imaginären Bedrohungen zu beseitigen. In den Jahren nach dem geheimen Projekt gab es viele Menschen, die verschwanden, viele widerriefen ihre Stories und UFO-Forscher wurden von obskuren Regierungsstellen beobachtet, verfolgt und sogar schikaniert und liquidiert. Glaubst du, wir stehen kurz vor dem Moment der Offenlegung des UFO-Phänomens? Bereiten uns die Eliten da oben auf den allerersten außerirdischen Kontakt vor? Lass mich deine Meinung unten in den Kommentaren wissen. Die Angst vor dem Kollaps des Geldsystems geht um wieder mal. Warnung vor Preis- und Schuldenblasen und dem großen Kollaps. Was klingt wie geschrieben von einer billigen Fake-News-Seite, ist tatsächlich Schlagzeile in einer der renommiertesten Tageszeitungen Mitteleuropas. Der österreichische Standard hat es sogar in seiner Online-Ausgabe als allererste Nachricht. Das könnt ihr natürlich wie immer selbst überprüfen. Wollen die uns mit dieser sicher nicht durch reinen Zufall auf der Pole Position platzierten Nachricht etwas sagen? Uns sagen, dass der Euro tatsächlich einen Scheißdreck wert ist und wir bald durch eine globale Abwertung alles verlieren werden? Anlass für diesen Artikel war ein wichtiges Treffen vergangene Woche von Ratsmitgliedern der Europäischen Zentralbank, der EZB. Es heißt im Artikel, dass negative Realzinsen unsere Geldreserven dahinschmelzen lassen werden und zeitgleich die Politik des billigen Geldes zu immer größeren Schuldenbergen und gefährlichen Blasen auf den Finanzmärkten führen. Fundamentale Probleme werden mit künstlichem Geld einfach wegkaschiert. Die österreichische Tageszeitung Die Presse, ebenso renommiert, schreibt dazu in einem ebenso am gleichen Tag erschienenen Artikel, dass die EZB als einzige wirkliche handlungsfähige Institution der EU gilt. Traurig, wenn man bedenkt, in welchen Händen unser aller Schicksal wirklich ist. Ich versuche ja eher üble Verschwörungstheorien zu vermeiden, aber wenn man in Wikipedia eingibt, wer diese Herren der Zentralbank wirklich sind, dann wird einen wirklich grundübel und zum Kotzen schlecht. Allen voran ist da Mario Draghi, einer der mächtigsten Männer der Welt und mit Abstand mächtigster Mann Europas. Er bestimmt, wie viel unser aller Geld, der Euro, wert ist. Er ist Chef der EZB, der Europäischen Zentralbank. Er ist bekannterweise Bilderberger. Nomen est omen und es ist natürlich Zufall, Sarkasmus beiseite, dass der Name Draghi vom italienischen Wort Drago kommt, übersetzt ins Deutsche der Drache, was in vielen Kulturen, wie zum Beispiel dem rumänischen, Draco heißt und schlicht und einfach der Teufel bedeutet, also eine direkte Übersetzung des Fürsten der Finsternis ist. Aber wie gesagt, das ist ja bloß Sarkasmus. Und dann gibt's da noch die Nummer 2 in der EZB, einen ganz besonders sympathischen Typen namens Luis de Guindos, einem Spanier, seines Zeichens Vizepräsident der Europäischen Zentralbank, also der zweitmächtigste Mann Europas also. Schon mal von dem Typen gehört? Nein? Ich auch nicht. Gewählt wurde er vom Volk bestimmt nicht. Aber wollen wir mal gucken, was dieser Hoshi für einen Curriculum Vitae hat. Anscheinend war er vorher im Aufsichtsrat der berüchtigten Lehman Brothers Bank, die ja hauptverantwortlich für die Finanzkrise 2008 war.
Nebenbemerkung am Rande, qualifiziert sowas eigentlich besonders zur Mitarbeit in der EZB, wenn man in seinem Lebenslauf stehen hat, dass man für jene Bank tätig war, die mitverantwortlich für die größte Finanzkrise des Jahrhunderts war? Anscheinend liebt die EZB aber solche Typen. Aber vielleicht war es auch bloß seine Mitgliedschaft im geheimnisvollen Orden Opus Dei, was diesen Herrn besonders für die EZB qualifiziert hat. Wer weiß. Ihr wisst schon, Opus Dei, das sind diese Typen von der Vatikanischen Geheimloge, die sich selbst auspeitschen als Geißelung. Verniedlichend heißt es da aber in den Mainstream-Medien zu Opus Dei, eine katholische Laienbewegung. Da kann ich nur lachen oder besser gesagt weinen zugleich, aber wirklich sympathisch. Der Herr, seine Fresse lädt geradezu dazu ein, mit ihm auf ein Bier in die nächste Kneipe ums Eck zu gehen. So. Und jetzt stell dir diesen Fatzke mal kurz ganz nackt vor, wie er nach Opus Dei Ritual in seinem stillen Kämmerlein steht und mit seiner nackten, ausgefressenen, fetten Wampe sich mit der fünfschwänzigen Peitsche selbst geißelt. Ja, so heißt diese Peitsche wirklich, die die Mitglieder des Opus Dei nutzen, um sich selbst zu geißeln. Und nachdem er sich ausgepeitscht hat, geht er dann ganz locker und entspannt in sein Büro der EZB und manipuliert unser Geld, mit dem Resultat, dass du immer weniger in deiner Tasche hast. Und diese Typen steuern unser aller Leben und unser sauer verdientes Geld. Des Drachens Mario Draghi rechte Hand ist dann noch Benoît Cœuré, seines Zeichens Direktionsmitglied der EZB und natürlich ebenso aktiver Bilderberger. Er gilt als wahrscheinlichster Kandidat für Draghis Nachfolge. Eine Schande, kann ich dazu nur sagen. Wann, liebe Leute, jagt ihr diese Verbrecher endlich zum Teufel? Ich bin beileibe kein Klimawandelleugner und der Mensch zerstört natürlich ganz bewusst mit seinen destruktiven Handlungsweisen die gesamte Natur. Daran besteht absolut kein Zweifel. Doch zweifelte ich dennoch immer speziell die Veränderung des Klimas durch CO2-Emissionen an. Denn diese Theorie stinkt gewaltig. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar aus dem einen Grund, weil damit viel Geld verdient wird. CO2-Zertifikate werden nämlich an Börsen gehandelt. Warum wohl? Es ist ein Bombengeschäft. Das Geschäft mit dem menschgemachten Klimawandel. Es besteht daher ein übergroßes finanzielles Interesse, diese CO2-Emissionen auch zu manipulieren. Klimawandelleugner kommen leider fast ausschließlich aus dem rechten politischen Lager. Weshalb? Ich habe keine Ahnung, das ist aber so. Das heißt dann im Umkehrschluss aber, man wird von den Mainstream-Medien sofort als Nazi beschimpft, wenn man den Klimawandel verursacht nur durch CO2-Emissionen auch nur im geringsten anzweifelt. Obwohl ich in keinem politischen Lager anzusiedeln bin, mache ich es aber trotzdem. Es ist mir scheißegal, was die Leute denken. Und mein untrügbares Bauchgefühl hat mir wieder mal recht gegeben, denn nun hat die weltbekannte Universität Stanford in Connecticut eine Studie rausgegeben, die meine Zweifel natürlich auch bestätigt. Dr. Patrick Frank, anscheinend ein sehr mutiger Wissenschaftler, den es wirklich gibt, sein Curriculum Vitae ist hier im Hintergrund eingeblendet, hat sich die Theorie durch den menschengemachten Klimawandel durch CO2-Emissionen mal genauer angeschaut. Und zwar wirklich wissenschaftlich und kommt zu einer ganz eindeutigen Schlussfolgerung und auch einem vernichtenden Urteil für den Mainstream. Nämlich, dass diese Theorie reiner Blödsinn ist. Erstunkene Lüge basierend auf schlampigsten Fehlern, gemacht durch das Gremium der Vereinten Nationen für Klimawandel, also von ganz oben. Die Worte Blödsinn und Lüge hat er natürlich nicht gesagt, er drückt sich natürlich auch entsprechend diplomatisch aus. Das Resultat ist aber dennoch das gleiche. Dr. Franks Studie basiert auf der Aussage des Gremiums der Vereinten Nationen für Klimawandel, also der UNO-Untergruppe IPCC, dass die unverminderten CO2-Emissionen des Menschen bis zum Jahr 2100 zu einem Anstieg der globalen durchschnittlichen Oberflächentemperaturen um etwa 3 Grad Celsius führen könnten. Dies wäre natürlich verheerend. Die meisten anderen Studien des Mainstreams zu CO2-Emissionen basieren aber alle auf diesem einen Modell der UNO, das aber leider vollkommen fehlerhaft ist und reiner Blödsinn. Dr. Frank aber hat nachgestirrt und sagt, dass das Modell der UNO physikalisch gesehen äußerst ungenau gemacht wurde, denn die Theorie der UNO würde große Unsicherheiten als Modellvariabilität als Basis haben. Heißt, die Daten wurden einfach
so aus der Luft gegriffen. Sie sind reine Spekulation. Die Zuverlässigkeit der Vorhersage der UNO ist aufgrund mehrerer großer Simulationsfehler daher stark anzuzweifeln. Er geht sogar noch weiter und sagt, dass das UNO-Modell systematische Energieflussfehler hat, grobe Kalibrierungsfehler aufweist und nicht einmal schrittweise die Simulation des globalen Klimas der nächsten Jahrzehnte beinhaltet. Er sagt vernichtenderweise, dass die Klimatheorie der UNO eine grob fehlerhafte, unvollständige Theorie ist und ich zitiere hier wortwörtlich: CO2 ist weder für das physikalische Klima noch für die Reaktion des physikalischen Klimas auf CO2-Emissionen von Bedeutung. Außerdem meint er, dass die physikalischen Grundlagen des Klimas bisher weder ausreichend untersucht noch thematisiert wurden. Nochmals, dies sind keine Worte eines bescheuerten YouTubers wie ich, das sagt ein Professor einer der besten Universitäten der Welt. Unnötig zu erwähnen, dass er alle seine Aussagen natürlich mit hochkomplexen Formeln untermauert und diese auch keiner anzweifeln kann. Berichten die Medien aber darüber? Natürlich nicht, denn es passt nicht in dem manipulativen Narrativ. Kurz gesagt, das Modell der UNO über den Klimawandel via CO2-Emissionen ist quasi vollkommen frei erfunden und hat laut Dr. Frank von der renommierten Stanford University null Aussagekraft. Zero. Niente. Nada. Wenn ihr mir nicht glaubt, ich gebe den Link zum Originalartikel der Stanford University unten in die Videobeschreibung. Was lernen wir also daraus? Glaubt niemals den Scheiß, den euch die Eliten für bare Münze verkaufen wollen, denn das von denen da oben verbreitete Wissen dient sicherlich nicht dazu, euch Wissen beizubringen, sondern nur um sich selbst zu bereichern und um euch klein und dumm zu halten. Aber, und das sollte dennoch für alle von uns selbstverständlich sein, sollte der Umweltschutz und Schutz der Natur für euch immer allergrößte Priorität haben. Und jetzt, da es dir wie Schuppen von Augen fiel, weil ich dir die Wahrheit erzählt habe und dich aus deiner kleinen beschränkten Blase geholt habe, meinst du, sowas trauen sich auch die Mainstream-Medien berichten? Berichten die Mainstream-Medien über augenöffnende Dinge wie ich in diesem Video? Nein, natürlich nicht. Denn sie sind alle werbefinanziert und haben Angst, ihre Werbegelder zu verlieren, wenn sie über solche Sachen berichten. Das gilt übrigens auch für andere YouTube-Kanäle, die ebenso von Werbegeldern abhängig sind. Die können euch auch nicht die ganze Wahrheit erzählen. Ich kann dies aber schon, denn ich bin von euch, von meinen Patreons, fanfinanziert. Und jetzt wisst ihr, weshalb unabhängige Medien so wie meine so wichtig sind, weil sie euch die Wahrheit erzählen. Und jetzt wisst ihr, wieso mein Kanal als nicht werbefreundlich gilt und wieso es so wichtig ist, dies auch finanziell zu unterstützen. Denn nur, und zwar ausschließlich fanfinanzierte Medien, können auch garantieren, dass garantiert ohne Maulkorb über die Wahrheit berichtet wird. Die Entdeckung von Teslas Torsionsfeldern an der Spitze der bosnischen Sonnenpyramide, von denen angenommen wird, dass sie schneller als die Lichtgeschwindigkeit wandern, ohne an Kraft zu verlieren, wenn sie durch kosmische Körper wie Sterne durchwandern, sorgt nun wieder einmal für Furore in der Nikola Tesla und der Pyramiden-Community. Dr. Osman Agic, über den ich ja zuvor schon mal in einem Video berichtet habe, und als der Entdecker der angeblichen bosnischen Sonnenpyramide gilt, behauptet jetzt, dass die Existenz von etwas, das als kosmisches Netz oder kosmisches Internet bezeichnet wird, zweifelsfrei in der bosnischen Pyramide gefunden wurde. Dieses kosmische Kommunikationsfeld soll es ermöglichen, mit den wahren Erbauern der Pyramiden zu kommunizieren. Er sagt, das gehe mit Hilfe von intergalaktischer Kommunikation, mit Hilfe von Tesla-Feldern im gesamten Universum. Die energetischen Phänomene, die auf der Sonnenpyramide in Visoko in Bosnien aufgezeichnet wurden, deuten darauf hin, so sagt er zumindest. Die Sonnenpyramide fungiert dabei als eine Art Medium sowie ein Sender und Empfänger. Nur so nebenbei bemerkt, es gilt als keineswegs erwiesen, dass es sich bei dem Hügel tatsächlich um eine Pyramide handelt. Ich halte dies sogar für sehr unwahrscheinlich, aber was weiß schon ich. Auf alle Fälle, die dabei gemessene Strahlung würde laut Dr. Osman Agic jener Strahlung, die Nikola Tesla beschrieben hat, wie die Faust aufs Auge gleichen. Diese Torsionsfelder durchdringen einfach alles und können auch ungehindert durch die Sonne durchflitzen. Laut eigenen Angaben handelt es sich dabei um eine Art kosmisches Internet. Die Entdeckung von Teslas stehenden Wellen auf der Sonnenpyramide von Visoko konnte ich aber leider
nirgendwo verifizieren. Weder habe ich Artikel über das Experiment gefunden, noch irgendwelche andere Quellen, außer der von Dr. Osman Agic selbst. Ob das also wirklich alles stimmt, mag sehr angezweifelt werden. Möglich wäre es, denn was wissen wir schon in diesen verrückten Zeiten, wo wir von vorne bis hinten angelogen werden? Für viele alternative Forscher bewegen sich Skalarwellen oder stehende Wellen, die im Zusammenspiel eines Torsionsfeldes entstehen, mit einer Geschwindigkeit, die schneller als das Licht ist. Das behauptet er ebenso, darüber konnte ich aber ebenso wenig glaubwürdige Infos finden. Laut dieser alternativen Wissenschaft wird geschätzt, dass Torsionsfelder 10 Milliarden Mal schneller sind als die Lichtgeschwindigkeit. Woher die Verfasser dieser Theorie diese Zahl her haben? Ich habe keine Ahnung. Dies bedeutet aber auch, dass sie in der Lage sind, mit hoher Geschwindigkeit zu reisen, durchs gesamte Universum. Die Pyramidenform ist die kraftvollste aller geometrischer Formen in Bezug auf Energien bzw. Energieübertragung. Diese Behauptung entspricht schon eher auf Basis solider Nachforschung, denn dazu gibt es jede Menge glaubwürdige Experimente, die sich auch wiederholen lassen, die aber leider ebenso wenig das Licht der Öffentlichkeit im Mainstream erblicken. Ich habe dazu ja unlängst ein Video auf meiner Patreon-Page gemacht über deutsche Forscher, die zumindest theoretisch am Papier die Energieverstärkung der Pyramide von Gizeh als sozusagen Kraftwerk bestätigen. Wenn es sich um einen starken Energiepunkt handelt, nehmen wir mal kurz das Tesla-Torsionsfeld für unser theoretisches Gedankenexperiment her, dann kann es von der Pyramide auch energieverstärkt werden. Unter der Sonnenpyramide von Bosnien befinden sich angeblich auch Eisenplatten, die dieses elektromagnetische Feld auch erzeugen. Es gibt auch unterirdische Wasserströme, die zur Freisetzung negativer Ionen notwendig sind, und ein tieferer unterirdischer Wasserstrom erzeugt dort angeblich außerdem noch Elektrizität. Osman Agic sagt, dass er auf der Oberfläche der bosnischen Pyramide während archäologischer Ausgrabungen viele Quarzkristalle gefunden hat. Es ist auch bekannt, dass Quarzkristalle Energie empfangen und verstärken kann, ja diese sogar speichern kann. Diese Kristalle verstärken die Intensität der Torsionsfelder. Der finnische Autor pseudowissenschaftlicher Bücher namens Mika Virpiranta fand heraus, dass 26 Vulkanlinien zur bosnischen Sonnenpyramide führen. Vulkane oder andere natürlich vorkommende seismische Aktivität sind ebenso Energiequellen. Außerdem faselt Osman Agic etwas von Lava, Eisen und anderen Mineralien. Er baut noch geschickt ein paar andere esoterische Elemente in seine Theorie mit ein, wie zum Beispiel ein gleichseitiges Dreieck zwischen der Pyramide, missbraucht Fibonaccis guten Namen mit Hilfe der heiligen Geometrie, schließt dann noch seine Theorie damit ab, wie angeblich vor 12.000 Jahren unser Planet noch viel jünger und gesünder war, würzt es noch ein bisschen mit Nikola Teslas wildesten Theorien, die ohnehin kein Mensch versteht, wenn er das nicht studiert hat, und voilà! Fertig ist die perfekte neue Verschwörungstheorie rund ums Thema Tesla und Pyramiden. Wie man dann noch mit den Aliens kommunizieren soll, lässt der gute Mann aber aus. Aber zumindest in unserer Fantasie können wir es uns wunderbar vorstellen. Abschließend möchte ich dazu sagen, dass man durchaus nachweisen kann, dass Pyramiden eine Art Energieerzeuger waren oder sind. Ebenso bin ich überzeugt davon, dass Tesla mehr erfunden hat, als uns erzählt wird. Viele seiner Patente wurden ja aufgekauft und sogar vom FBI nach seinem Tod konfisziert. Aus all diesen Elementen aber gleich eine eigene Verschwörungstheorie zu basteln, das ist meiner Meinung nach aber etwas zu viel. Meine Beurteilung dieses Berichts: Fake News vom Feinsten aus der Feder vom bosnischen Dr. Osman Agic. Verschiedene Webseiten auch im deutschsprachigen Raum berichten darüber, dass die US Navy angeblich die Echtheit der im vergangenen Jahr veröffentlichten offiziellen UFO-Videos bestätigt hat. Eine amerikanische UFO-Website namens theblackvault.com hat eine Anfrage an das Verteidigungsministerium geschickt, mit der Bitte zu bestätigen, dass es sich bei den Videos, die man auf der New York Times-Webseite und auf CNN bestaunen durfte, und angeblich ein echtes, von einem Navy-Piloten gefilmtes UFO bzw. eine wilde UFO-Verfolgungsjagd durch Navy-Piloten zeigt, auch tatsächlich echt sind und diese wirklich vom amerikanischen Militär verfolgt bzw. gefilmt wurden. Ihr kennt diesen Fall bestimmt und er wurde ausführlich in zahlreichen Videos und YouTube-Kanälen besprochen und gerne zitiert, dass er echt sein soll. Ich habe mir aber die Mühe gemacht, das ellenlange neue Dokument wirklich durchzulesen. Der Eigentümer der Website blackvault.com hat anscheinend tatsächlich eine Anfrage aufgrund des amerikanischen Freedom of Information Acts gemacht und das Verteidigungsministerium, das für diese Anfrage auch noch $25 verrechnet hat, hat auch tatsächlich geantwortet.
Allerdings liest man dort absolut nirgendwo in dem Dokument, dass die Navy diese UFO-Sichtung auch tatsächlich bestätigt. Nicht mal annähernd. Es ist also nichts als heiße Luft. Ebenso wird der Antwort der Navy bzw. des Verteidigungsministeriums in den Mund gelegt, diese habe eindeutig bestätigt, dass es sich um UFOs handle. Nicht im Entferntesten kann man davon in dem Dokument lesen. Sehr logisch. Übrigens redet die Navy natürlich nicht über UFOs, wenn sie das schon macht, sondern nennt diese Phänomene UAS, also Unidentified Aerial Sightings, also unidentifizierte Luftsichtungen auf Deutsch. Anscheinend aber war die Tatsache, dass die Navy auf so eine bizarre Anfrage überhaupt reagiert und geantwortet hat, dem Betreiber der Website offensichtlich ausreichend, dies als Bestätigung der Regierung zu interpretieren, dass es wirklich UFOs gibt. Viele, auch deutschsprachige Webseiten, haben das in den vergangenen Wochen dann zum Anlass genommen, ohne auch nur offensichtlich annähernd das Originaldokument durchzulesen, überall zu verbreiten, dass die Navy tatsächlich bestätigt hat, es habe wirklich UFOs gefilmt. Das, liebe Leute, ist Fake News und große und grobe Schlamperei. Ich persönlich bezweifle zwar nicht die Echtheit der Aufnahmen und denke, dass wir hier authentische Aufnahmen sehen. Ob diese Aufnahmen aber tatsächlich ein UFO zeigen, ist anzuzweifeln. Manche Podcaster, wie zum Beispiel der weltberühmte Joe Rogan, einer der allergrößten YouTuber überhaupt, den ich auch persönlich immer schaue, die meinen, wir sehen hier eventuell gar kein UFO, sondern den Jetstream des Afterburners von einem anderen Kampfjet, der im Infrarotbildbereich halt so wie ein UFO aussieht. Was meinst du? Ist es ein echtes UFO oder tatsächlich der Jetstream des Afterburners im Infrarotbereich? Lass mich deine Meinung unten in den Kommentaren wissen. Das University College London berichtet im renommierten Nature.com Magazine unter der Mithilfe vom deutschen Astronomen Ingo Waldmann, dass das Hubble-Weltraumteleskop nun zum allerersten Mal einen der lebensfreundlichsten Exoplaneten entdeckt hat und das endlich mit eindeutig physischem Nachweis von Wasser in der Atmosphäre. Der Planet heißt K2-18b und ist 110 Lichtjahre von der Erde entfernt. Er befindet sich im Sternbild des Löwen und dort herrschen erdähnliche Temperaturen, denn in seiner Atmosphäre gibt es eindeutig Wasserdampf. Ob der Planet tatsächlich Leben beherbergt oder nicht, kann man noch nicht eindeutig sagen, dennoch aber ist er ein aussichtsreicher Kandidat für die Entdeckung von Aliens. Und wenn nicht, dann ein mögliches Habitat, eventuell für Menschen der Zukunft. Sozusagen als Erde 2.0. Der Planet, der hoffentlich bald einen aussagekräftigen Namen bekommt, ich schlage spontan mal ganz salopp Helios Leonis vor, in Anspielung auf seine Location im Sternbild Löwen, ist etwa doppelt so groß wie die Erde und ein Jahr dauert dort nur 33 Tage. Sein Zentralgestirn aber ist ein kühler Zwergstern, der nur halb so groß ist wie unsere Sonne. Auf Helios Leonis gibt es ähnliche Temperaturen wie auf der Erde, demnach ist auch flüssiges Wasser auf der Oberfläche möglich. Diese Welt könnte also durchaus bewohnbar sein. Wir dürfen also gespannt sein, ob auf Helios Leonis tatsächlich Leben existiert und der Planet auch für uns Menschen geeignet wäre. Wer weiß, vielleicht werden deine Kinder oder Enkelkinder in Zukunft auf Helios Leonis leben. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete am 8. September 2019, also vor ein paar Tagen, dass Indien den Kontakt zu seiner Mondsonde Vikram beim Landeanflug verlor. Kurz vor der geplanten Landung auf dem Erdtrabanten sei die Verbindung plötzlich und vollkommen unerwartet abgerissen. Wieder mal. Das teilt die indische Weltraumbehörde ISRO am frühen Samstagmorgen mit. Das Manöver sei zunächst planmäßig verlaufen. Dann sei aber der Kontakt zwischen der Landesonde und dem Kontrollzentrum am Boden ungeplant abgerissen. Die entsprechenden Daten würden nun ausgewertet werden. Die Landung am Südpol des Erdtrabanten war der schwierigste Teil der unbemannten Mission Chandrayaan 2. Chandrayaan bedeutet auf Sanskrit Mondfahrzeug. Ziel der rund 125 Millionen Euro teuren Mission war es, die Mondoberfläche der Südpolregion zu kartieren, den Boden zu analysieren und Wasser zu suchen. Wie es scheint, so hatte jemand oder gar etwas sehr viel gegen diese Pläne einzuwenden. So heißt es zumindest in bereits zahlreichen erschienenen Verschwörungstheorien im Internet, die nicht lange auf sich warten ließen, denn wieder mal ist eine Mondsonde urplötzlich gecrashed, obwohl zuvor noch alles wie am Schnürchen lief. Zuletzt ist dies mit der israelischen Mondsonde passiert, ich habe ja darüber auf meiner Patreon-Page ein Video gepostet.
In dieser Region war aber zuvor Anfang 2019 auch die chinesische Sonde Chang'e 4 gelandet, von der wir seitdem kaum etwas mehr hören. Soll hier gar etwas vertuscht werden? Indien wollte mit der Chandrayaan-2-Mission die vierte Mondlandenation der Welt werden, nach den USA, Russland und China. Die Trägerrakete mit Vikram an Bord war am 22. Juli vom Weltraumbahnhof Satish Dhawan im südindischen Unionstaat Andhra Pradesh gestartet. Regierungschef Narendra Modi kündigte an, dass sie diese Reise fortsetzen wollen, egal ob nun das Mondlandemodul gecrashed ist oder nicht. Indien entwickelte nahezu alle Komponenten der Chandrayaan-2-Mission selbst. Bei Indiens erster Mondmission im Jahre 2008 hatte die Sonde Chandrayaan-1 den Erdtrabanten lediglich umkreist, war aber nicht gelandet. Für Indien ist die Mondlandemission mehr ein Prestigeprojekt als ein wissenschaftliches. Für uns aber ein weiterer Hinweis darauf, dass ausgerechnet wieder mal rein zufällig am Südpol des Mondes etwas passiert, wird hier gar etwas verborgen. Etwas, das nur ganz wenige sehen oder wissen dürfen. Wer weiß, und wir können wie immer nur darüber spekulieren. Ich werde ja im November live in Berlin auftreten, das wisst ihr, und viele von euch haben sich auch schon angemeldet. Infos dazu findest du im Community Feed. Natürlich bin ich auch schon fieberhaft dabei, für euch ein supergeiles Programm zusammenzustellen, in dem ich auch viele von euren häufigsten Fragen beantworten werde. Davon auch einiges Persönliches, das ich online niemals sagen würde. Und in diesem Sinne verbleibe ich wie immer mit den Worten merkwürdig. Aber so steht es geschrieben.